Willst du nicht wenigstens wissen, warum ich mich so verausgabt habe? Warum? Weil ich es nicht mehr aushalte, Leo. Ich versuch's, aber du bist einfach zu heiß für mich. Ich meine, schick mich in die Reha oder sperr mich in den Keller, aber zwing mich nicht dazu, einfach nur so neben dir zu liegen und nichts zu machen. Das kann ich nicht. Ich will dich. Verdammt nochmal. Außerdem hast du gesagt, ich soll zum Arzt gehen und fragen, wann und wie wir wieder können. Jetzt bin ich auch noch schuld. Nein. Du bist so ein Idiot. Dankeschön. Bitteschön. Schön, dass Sie es so kurzfristig geschafft haben. Gern doch. Herr Pflock, Sie konnten es auch noch einrichten. Ja, aber sicher doch. Glauben Sie, das lasse ich mir entgehen? Ich muss Sie leider enttäuschen. Es wird heute keine skandalträchtigen Enthüllungen geben. Ach, Sie dementieren. Wenn ich die Damen und Herren hier hereinbitten darf. Werden Sie denn gar nicht dabei sein, Gräfin? Nein. Aber Sie haben zu dem Thema doch bestimmt einiges zu sagen. Rebecca und ich, wir sind gut befreundet. Und es ist völliger Unsinn, dass ich keine sexuellen Kontakte zu ihr hatte. Dass ich sexuelle Kontakte zu ihr hatte. Bitte lassen Sie mich durch. Wie ist denn Ihre Beziehung zu Marlene von Lahnstein? Was empfinden Sie füreinander? Es ist Unsinn, dass ich sexuelle Kontakte zu ihr hatte. Was mache ich hier eigentlich? Ich weiß aus sicherer Quelle, dass Marlene dementiert. Sie steht nicht zu ihren Gefühlen. Verletzt sie das? Kein Kommentar. Sie möchten nicht lügen, richtig? Und die Wahrheit sagen dürfen Sie nicht. Meine Schwester ist über diese absurden Unterstellungen genauso empört wie ich. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Pressekonferenz nicht verpassen wollen, dann darf ich Sie jetzt ins Esszimmer bitten. Dann dementiert mal schön die absurden Unterstellungen. Rebecca und ich, wir sind gut befreundet und es ist völliger Unsinn, dass ich sexuelle Kontakte zu ihr hatte. Showtime. Sind wir gut besucht? Allerdings, das Lokalfernsehen ist mit von der Partie. Sie übertragen live. Denk daran, was du sagst, ist nur die halbe Miete. Dein Auftreten entscheidet über deine Glaubwürdigkeit. Wem sagst du das? Ich bin Profi. So, fertig. Obwohl du es wegen deiner Schwachsinnsaktion überhaupt nicht verdient hast. Aber du hast Glück. Ich finde dich nämlich auch gar nicht so unsexy. Außerdem hast du den Test ja offiziell bestanden. Da kann ich dich natürlich nicht einfach so neben mir liegen lassen. Hammerheld. Aber doch ein bisschen viel. Hm? Ricardo, wegen vorhin. Ich wollte nicht, dass... Schon okay. Das ist es nicht. Was wird das? Hagen und ich sind strikt dagegen, dass du hier weiterhin für Lau arbeitest. Kein Problem, ich suche mir was anderes. Das musst du nicht. Du hast keinen Job. Du willst harte körperliche Arbeit, davon haben wir mehr als genug. Das ist ein Arbeitsvertrag als Pferdepfleger. Nur vorübergehend, um ein bisschen auf andere Gedanken zu kommen. Okay. Und bis wann muss ich mich entscheiden? So schnell wie möglich. Danke. Bitte. Juliettes genialer Plan ist ja wohl voll nach hinten losgegangen. Aber sowas von. Marlene und Tristan dementieren jetzt alles auf einer Pressekonferenz. Was? Das ist alles so peinlich.
Das wird doch bestimmt im Internet übertragen. Stört's dich, wenn ich kurz mal schaue? Okay. Oh. Da haben wir es ja. Sorry, ich kann das wirklich wegmachen, wenn es dich stört. Nein, warte. Ich schaue mir das jetzt an. Als Schocktherapie. Und dann mache ich endgültig einen Haken unter diese Sache. Wir sind überzeugt, dass die lange erwartete Rückkehr von Lily Rose ein großer Erfolg wird. Wir sind besser als je zuvor. Falls Sie sich fragen sollten, was es mit den sonderbaren Gerüchten auf sich hat, die seit neuestem kursieren. Nein, es handelt sich um keinen PR-Gag. Vicky, komm mal schnell. Was ist denn? Marlene ist im Fernsehen. Sie dürfen jetzt Ihre Fragen stellen. Ja, Frau von Lahnstein. Unsere Leser brennen darauf, mehr über ihre Affäre mit ihrer Schwägerin ins B zu erfahren. Was denn für eine Affäre? Rebecca und ich, wir sind gut befreundet und es ist völliger Unsinn, dass ich sexuelle Kontakte zu ihr hatte. Ja, siehst du. Ja, mit Verlaub, aber... Das klingt ein wenig auswendig gelernt. Was alle hören wollen. Das besprechen wir nachher in Ruhe, okay? Nee, vielleicht ist es genau das Richtige, wenn ich es einmal laut ausspreche. Aber nicht vor der Presse. Doch, es gibt nichts, wofür ich mich schämen müsste. Ich liebe Tristan von ganzem Herzen. Aber ja, es stimmt. Ich hatte Sex mit Rebecca von Lahnstein.